Hallo. Ich habe noch nicht mit diesem Delfino gesprochen. Ich aber, er hält Bongos Unschuld fest. Er will aber helfen, den Schuldigen zu finden. Natürlich tut er das. Würden Sie zugeben, dass Ihr Haustier gefährlich ist? Gefährlich? Können wir uns denn nicht einfach vertragen? Ich helfe Ihnen mit dem Garten, wenn Sie es dabei belassen. Nee. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen verraten würde, dass es nicht Bongo, sondern jemand anderes war? Jemand? Ich sollte es Ihnen wohl sagen. Es war eine hypothetische Frage. Ich weiß noch nicht, wer es war. Können wir uns denn nicht einfach vertragen? Ich helfe Ihnen beim... Nein, ich will nicht! Was würden Sie sagen, wenn ich ihm... Oh, ich muss also... Dass ich nicht lache! Bei Ihrer miesen Gärtnerei würde ich eher wieder den verdammten Hund an meinen Garten lassen. Okay. Ich frage mich nur, wie Sie sich einen neuen schönen Garten leisten wollen. Eine alte Witwe wie Sie hat doch sicherlich ein sehr beschränktes Einkommen. Oh, es geht schon. Vielen Dank. Jeder könnte etwas mehr Geld für seine Hobbys gebrauchen. Ja, Sie haben recht. Ich wollte mir einige exotische Blumen kaufen. Aber 3000 Dollar sind zu viel. Ich meine, im Moment. Ich muss schließlich den ganzen Garten erneuern. Nur 2000... 2000 steht bei mir. Nur 2000 Dollar? Sie haben wohl vergessen, dass mein Mann Arzt ist. So viel habe ich ja in der Hosentasche. Hier, bitteschön. Was? Wieso? Hä? Ich schulde Ihnen aber kein Dankeschön. Damit bezahle ich die Schäden. Aber so leicht kommen Sie mir nicht davon. Sie schulden mir einen Gefallen. Warum? Wissen Sie, im Gebrauchtwarenladen gibt es eine wunderschöne Brosche. Der Besitzer will sie mir nicht verkaufen. Vielleicht könnten Sie ja mal mit ihm sprechen und einen Weg finden, sie zu bekommen. Gut, ich versuche es mal. Das ist sehr nett. Bis dahin. Ich bin dezent verwirrt. Mein Gott, ich habe so viele Ziele. Brosche, ja, dann müssen wir jetzt ins Einkaufszentrum, ne? Da einfach vorbeiläuft. Dann mach mal ein bisschen hinne hier. So. Achso, halte mal. Ja. Gut. Wo war denn das? Fashion Outlet, Fairview Apotheke, Edison. Ist es das da? Ah, ja, betreten. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich habe Sie an... haben Sie eine antike Brosche? Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie ein ganz besonderes Erbstück haben, für das ich mich vielleicht interessiere. Ich habe eine antike Brosche, aber ich verkaufe sie nicht. Warum? Was meinen Sie damit, Sie verkaufen es nicht? Ich interessiere mich nur für ganz bestimmte Gegenstände, alles Sammlerstücke. Ich habe den seltsamen Verdacht, dass sich einige davon in der Wisteria Lane befinden. Ich würde einen der Gegenstände auf der Liste gegen Mrs. Davenports Brosche tauschen. Es gibt allerdings ein Problem. Die Besitzer wissen nicht, wo er sich befindet. Ich habe genug von Leuten, die mir Sachen verkaufen und sie dann später wieder zurückhaben wollen. Wenn es sich wenigstens lohnen würde, aber letztendlich wollen sie alles zum gleichen Preis zurück. Und das nervt. Ich habe den Namen Davenport gar nicht erwähnt. Mrs. Davenport versucht schon, die Brosche zurückzukaufen, seitdem ihr Mann sie mir verkauft hat. Ich vermute also, dass sie die alte Hexe deswegen geschickt hat, oder? Was wissen Sie über Mrs. Davenport? Ach, sagen wir einfach, dass ich vermute, dass Rod gar nicht so tot ist, wie die Leute denken sollen.
Die Devonports sind nicht arm. Sie mussten die Brosche nicht verkaufen, schon gar nicht so auf die Schnelle. Hä, und was hat das mit dem Tod zu tun? Sie kennen die Leute in der Receiver Land sehr gut. Wie kommt das? Es gehört zu meinem Beruf, zu wissen, was in Fairview so los ist. Das ist wichtig fürs Geschäft. Wieso ist Fairview die einzige Straße auf der Welt? Sie glauben doch wohl nicht, dass ich die Leute bestehle. Das hat er doch gar nicht gesagt. Geben Sie mir die Liste. Was für eine Liste? Also gut, ich besorge Ihnen etwas von der blöden Liste. Halten Sie die Brosche bereit. Sie wissen ja, wo Sie meinen Laden finden. Ja, ciao, eh. Jetzt muss ich stehlen, oder was? Ich glaub's ja wohl nicht. Trödeljagd. Jetzt muss ich erstmal zum Therapeuten. Kann ich den jetzt speichern? Alter. Hallo, schön, Sie zu sehen. Hallo. Ich finde es auch schön, Sie zu sehen, Doktor. Wie ist es Ihnen denn seit unserer letzten Sitzung so ergangen? Hervorragend, abgesehen von einer kleinen Problemchen mit der Lehrerin meines Sohnes. Manchmal erkennt man erst in schwierigen Situationen, was wirklich in einem steckt. Ich habe aber das Gefühl, dass Sie alles sehr gut im Griff haben. Das freut mich. Ach ja, Ihr Sohn. Wie sind Sie damals mit der Erinnerungslücke an seine Kindheit zurechtgekommen? Ehrlich gesagt glaube ich, das Bild damals gleich wie zwei Problemkindern fertig werden musste. Was? Zwei? Und mit der Zeit? Es ist immer so viel passiert, dass ich kaum Zeit hatte, darüber nachzudenken, aber komischerweise kam mir nie etwas vertraut vor. Und Ihr Mann? Wie hat er auf all das reagiert? Nicht, dass ich mich an viel von dem Unfall erinnere, aber ich habe mich noch nie zuvor so umsorgt gefühlt wie damals. Anscheinend hat er in Ihrem Leben eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ja, und dafür, ich liebe ihn über alles und für alles andere, das er für mich und Peter getan hat, wünschte ich, könnte mich erinnern. Für immer. Darum sind wir ja hier. Und ich glaube, ihm liegt auch daran, dass Sie sich an die Vergangenheit erinnern. Beginnen wir mit Ihrer frühesten Erinnerung. Von dort aus arbeiten wir uns langsam bis zur jetzigen Zeit vor. Also, ich erinnere mich an meine schöne Kindheit, Spaziergänge im Park, meine Konfirmation, sogar mein erster Kuss. Alles ist sehr deutlich. Was passierte dann? Meine erste Liebe. Ich erinnere mich daran, dass ich damals in der neuen Klasse war, aber ich weiß seinen Namen nicht mehr. Keine Sorge. Folgen Sie einfach Ihren Erinnerungen. Vielleicht kommen Sie wieder. Ich erinnere mich ja nicht. Woran können Sie sich danach erinnern? Meine Erinnerungen an alles, was danach kam, sind sehr verschwommen. Wie Fetzen. Schon gut. Wir hören auf. Vielleicht brauchen Sie Zeit zum Nachdenken, damit die Erinnerungen wieder aufleben können. Ich melde mich wegen der nächsten Sitzung in etwa einer Woche. Dann geht's weiter. Einen schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. So, der Besitzer des Gebrauchtwarenladens weigert sich, Ihnen die Brosche zu verkaufen. Ihre brillante Verhandlungstaktik eröffnet aber eine andere Möglichkeit. Einen Tausch. Der Besitzer hat Ihnen eine Liste mit Gegenständen gegeben, die er im Tausch für die Brosche akzeptieren würde. Liste der Gegenstände. Eine von Leslie Belfort signierte Gitarre. Ein Lithografie von Trathix. Ach, die Brit Fox. Ein signierte Baseballcard. Das Carver. Sag mal, das ist ja endlos. Ein Fabergé-Ei, Solis, ein Sammelkristallrose, Vandercamp. Ich muss jetzt einfach alle bestehlen, um die Olle zu, um die Brosche zu erhalten, obwohl ich gar nicht weiß, warum wir jetzt überhaupt sie, was soll das? Ich meine, der Verdacht, dass ich den Garten kaputt gemacht habe, kommt ja gar nicht erst. Es waren ja die Kinder.
Oder Ihrer Meinung nach sogar der Hund? Also, das verstehe ich jetzt nun wirklich nicht. Aber gut. Wir folgen der Handlung der Geschichte. Ja, komm raus hier. So. Mit wem fange ich denn jetzt an? Liste. Brit. Oh, da ist jemand drin. Scheiße, ich kann mich nicht reinschleichen. Claudia, wie geht es dir so? Könnte nicht besser sein. Das letzte Mal, als es mir so gut ging, lief das Spiel im Fernsehen. Ich hatte ein kühles Bier in der Hand und Edie hat mir die Füße massiert. Okay, too much information. Oh, ich muss dann los. Bis dann, Claudia. Kriegen wir den denn anders raus? Oder kann ich jetzt da einfach rein? Was brauche ich denn überhaupt? Signierte Gitarre. Wo könnte die sein? Ich mach's jetzt einfach mal. Ach, da ist sie. Verdammt. Okay, wo geht er hin? Ich spreche jetzt einfach nochmal mit ihm. Hallo, ich bin einfach so hier eingedrungen. Ja. Sag mal, Claudia, findest du, dass Susan und ich ein schönes Paar sind? Ihr seid doch gar kein Paar mehr. Wieso schaust du dir nicht die alten Fotos von euch an und entscheidest selbst? Ach, stimmt ja, geht ja nicht. Sie hat ja dein Gesicht aus allen Bildern herausgeschnitten. Wieso fragst du, Karl? Ich dachte bloß, dass wir ein schönes Paar abgeben, wie die frisch verheirateten Pärchen, deren Fotos in den Bilderrahmen drin sind, wenn man solche kauft. Ich glaube, dass ich es nochmal mit ihr versuchen möchte. Das ist eine gute Idee, was? Nein, bist du dir sicher? Jetzt, wo ich dir es dir erzählt habe, warum erwähnst du das nicht, wenn du Susan das nächste Mal triffst? Du weißt schon, du könntest ja mit ihm reden. Vielleicht mache ich das, Karl. Bis dann. Nein! Bis dann, Claudia. So, und jetzt verkrümle dich. Okay, schnell. Bewundern. Er kriegt mich jetzt nicht los. Ich kann sie nur bewundern. Verdammt. Ah, muss der nicht irgendwie mal weg? Kann ich ihn nicht rausschmeißen? Claudia, was gibt's denn so? Könnte dich besser sein, wie immer. Was soll das denn heißen? Erinnere mich nächstes Mal daran, dass ich dir diese Frage nicht stelle. Oh, ich muss dann los. Bis dann, Claudia. Ja, tschüss. Verdammt. Okay, wir versuchen es jetzt mal bei den Nächsten. Das war jetzt sehr aufdringlich. Also es darf wahrscheinlich keiner im Haus sein. Und da ist die Polizei. Ja, hallo. Fahrt schnell weiter. Verpisst euch. Damit ihr mich nicht seht, wenn ich einbreche. So. Eine Lithografie von Tracy Upgrade bei der Fox. Sagt wieder, dass keiner daheim ist. Da kann ich auch nicht rein. Ach so, was habe ich hier? Wieso muss ich nach Hause, hä? Da ist so ein X dran. Das sagt mir, dass ich jetzt daheim soll.
Ach, einbrechen sollte man ja um 10 Uhr nachts. Stimmt, ja. Ja, und was will ich jetzt hier? Muss ich mit dem sprechen, oder was? Was ist los, Mom? Du wolltest mich etwas fragen. Ja, Peter, was war das für ein Mädchen, mit dem ich dich die letzte Woche Händchen gehalten habe, sehen? Bla bla, das ist es also nicht. Weil meistens sprechen es dann, wenn ich auf der richtigen Fährte bin. Okay, das ist auch die falsche Fährte. Ach, na gut. Okay, dann müssen wir erstmal andere Sachen machen, oder wie? Nach dem Gespräch mit Mike Delfino über Mrs. Davenports Verdacht, Bongo könnte ihr Garten verwüstet haben, bitte Mike um Hilfe. So, nach dem wirklichen Schuldigen finden sie Beweise. Ja, dann gehen wir halt mal zu Mike Delfino. Schon wieder. Mike hat so viele Aufgaben, ich weiß gar nicht mehr, wo der Kopf steht. Hast du dir den Garten angesehen? Schon gut, Mike. Wir sprechen später. Noch nicht. Beeil dich besser ein bisschen. Beweise neigen dazu, zu verschwinden. Geh doch selber gucken! Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was ich tun muss. Ach ja, hier. Sind denn das da die Beweise oder wie? Oder ist da im Garten irgendwas? Aber da ist doch gar nichts. Außer halt, dass die Blumen verwüstet sind. Hä? Hinter dem Garten? Hallöchen, wie geht's? Stimmt, ich muss die Brosche besorgen. Ja, was wollt ihr denn alle von mir? Ja, da müssen wir jetzt den Spuren folgen, aber die führen ja nur bis dahin. So, und jetzt? Die Scarbo-Kinder sind immer noch da. Sprechen wir halt mit denen nochmal. Kinder befragen. Die Scarbo-Kinder wollen eigentlich nicht mit ihnen sprechen, aber mit Süßigkeiten kann man da was machen. Kaufen Sie eine Schachtel Schokolade in der Apotheke. Geben Sie die den Scarbo-Kindern, damit sie ihre Fragen beantworten. Dein Ernst? Willst du mich verkackarschen hier? Okay, wir kaufen erstmal Süßigkeiten, dann locke ich sie in mein Auto und dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Junge, Frau, wer kauft Schokolade aus der Apotheke? Das finde ich jetzt doch ein bisschen schräg, dass ich jetzt die... Ja, okay. Anyways. So, Apotheke, die war Fashion. Apotheke hier, betreten.
Kann man denn jetzt einmal speichern? Schönheitsseife, Kräutertee, Packung Schokolade, kaufen. Was ist das eigentlich? Gesichtspflege kostenlos. Verlassen. So, jetzt habe ich die Bestechungsschokolade. Dann gehen wir jetzt mal wieder zu den Scaro-Kindern. Das sind doch Beweise. Ah ne, das sind Schuhe. Hallo, hallo. Okay, sprechen. So. Ja. Ich bin kein Fremder, ich bin euer Nachbar, Mrs. Johnson. Ich bin kein Fremder, ich bin Nachbar Johnson. Während ich... Ja, so. Haben Sie Mr. Davenport gesehen? Ist er jetzt so etwas wie ein Zombie? Cool. Hä? Wisst ihr, die geheime Böse wegen ihrer ruinierten Garten? Ich verspreche, ich werde es nicht weiter sagen. Also habt ihr Jungs, was habt ihr Jungs da gemacht? Ich habe euch Mrs. Davenport gesehen, was habt ihr da gemacht? Aber sie müssen versprechen, dass sie das nicht unseren Eltern verraten. Mrs. Davenport hat ihren Mann im Garten vergraben. Wir dachten, er wäre vielleicht wieder auferstanden. Was? Also, was kannst du mir über Mrs. Davenport erzählen? Unser Dad hat zu unserer Mom gesagt, dass der Garten schon kaputt war, bevor wir wussten, dass Mr. Davenport tot ist und dass sie ihn dort schon vergraben hat. Fällt dir zu Mrs. Davenport sonst noch etwas ein, was du mir noch nicht erzählt hast? Nichts, außer dass er eines Tages einfach weg war. Eine Woche später hat sie gesagt, dass er bei einem Familienbesuch gestorben ist. Weißt du, ich habe erst vor kurzem mit Mrs. Davenport gesprochen. Er sagt mir, wenn ihr nicht brave kleine Jungs seid, dann steigt er aus seinem Grab und holt sich euch. What the fuck? Quatsch! Zombies können nicht sprechen. Das weiß jeder. Sie lügen. Auf Wiedersehen. So, Ziel erfüllt. Sie haben entdeckt, dass die Scaro-Kinder die Blumen von Mrs. Davenport zertrampelt haben. Ja. So, Parker Scavo. Liste enthüllt Geheimnisse. Parker Scavo. Achso, das gehört hier dazu. Okay. So. Eine heiße Affäre? Peter. Ihr Sohn hat mit Tabitha Savage, sein Referendarin, geschlafen. Ich wusste es! Jetzt, nachdem er diese Beziehung aufgegeben und sich für Allison entschieden hat, nimmt sie Rache, indem sie die beiden schlechte Noten gibt. Ja, müssen wir sie jetzt anrufen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Okay. Einbruch bei Myers. Edie hat angeblich in andere Leute Briefkästen herumgeschnüffelt. Was könnte sie darin wohl suchen? Einbruch. Sie sind in Susans Haus eingebrochen, um ein Bild zu verstecken, das Lynettes Kinder gestohlen haben. Sie sind ziemlich davon überzeugt, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ich bin doch hier bei... Ach, Geheimnisse bin ich. Ich dachte bei meinen Aufgaben. Ich dachte, die wäre so kurz, okay. Freund des Menschen. Okay, das sind die alle. Ach, die Gärtner-Tipps lassen wir jetzt mal. Ausstieg. So,